Herzlich willkommen heute zu Furchtlöscher. Wusstest du, dass es einen Dieb gibt, der versucht, dein Leben zu berauben? In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, dass sie Leben haben und dieses Leben im Überfluss. Jesus erklärt hier, dass wir einen Feind haben, einen Dieb, der unsere Freude, unseren Frieden, unsere Segnungen, unsere Bestimmung, unsere Berufung, alles rauben will, was Gott uns angedacht und für uns vorgesehen hat. Jesus war es ganz wichtig, uns vor diesem Feind zu warnen. Denn wenn wir um seine Existenz wissen, können wir das Leben mit Jesus umso mehr genießen. Satan ist wie so ein Attentäter. Seine Pläne sind hinterlistig. Er schmiedet Ränke, er schmiedet irgendwelche skrupelhaften Gedanken und baut sie zusammen, um uns am Ende zu fangen. In Jesaja 54, Vers 17 heißt es, keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird es gelingen. Also der Feind, der schmiedet alle möglichen Pläne, alle möglichen Waffen gegen dich. Und wenn du das weißt, dann merkst du, hey, ich muss lernen, mich auf diesen Feind bewusst einzustellen. Ja, und zu begreifen, jawohl, es gibt tatsächlich einen Feind, aber es gibt auch die Möglichkeit, gegen ihn zu gewinnen. Die Bibel sagt uns das ganz ausdrücklich. Jede Verheißung Gottes hat auch eine Bedingung. Und wenn Gott sagt, du sollst siegen, dann heißt das auf Deutsch, du sollst auch kämpfen. Deshalb die erste wichtige Sache, du musst wissen, Angriffe sind geplant und werden kommen. Bitte sei nicht blauäugig, sei nicht falsch naiv hier an diesem Punkt. Du bist seine Zielscheibe. Und er wird eine Lüge, er wird ein Köder, er wird ein Problem, er wird irgendwas gegen dich aufbringen, um dich damit zu fangen. Ich habe einen lieben Freund, der als Kind von seiner Mutter in ein Heim abgegeben wurde. Sie wollte von ihm nichts wissen. Sie hatte mit dem Mann, dem Vater, Schluss gemacht. Sie sah in dem Jungen nur eine Belastung. Und wo immer er hinkam, erlebte er diese Sätze der Minderwertigkeit. Du tauchst nichts, du bist nichts, du wirst es zu nichts bringen. Das sagten ihm nicht nur die Freunde seiner Mutter, das sagte ihm die Mutter, das sagte man ihm in der Schule, das sagte man ihm in diesem Heim. Und tatsächlich, er sagt, ich fühlte mich oft wie gelähmt, wenn ich irgendwo hingehen sollte oder in der Öffentlichkeit reden. Ich habe mich nicht getraut, weil ich wusste, ich bin ja sowieso nichts und ich kann nichts. Aber, und ich glaube, das ist so nötig, dass wir das entdecken. Hey, hier ist eine List des Teufels, die uns klein machen will. Und als er das begriff und sein Leben Jesus gab, änderte sich das so dramatisch. Als ich ihn traf, war er gerade dabei, ein Chorleiter zu werden. Er hatte sich Klavierspielen beigebracht, hatte sich das Abitur und die Juristerei wirklich erarbeitet und war mit Jesus on fire. Und ich dachte, hey, was für ein unglaublicher Typ. Warum? Er hatte was verstanden. Da ist so eine Lüge, da gibt es so einen Dieb, so einen Räuber, der mich wirklich von all den guten Dingen Gottes nichts genießen lassen will. Und als er das verstanden hatte, baute er seine Sicherheit auf Jesus und das änderte alles. Ich ermutige dich, schau dir deine persönliche Geschichte an. Und dann frag dich, gibt es da so negative Botschaften, die sich wie so ein roter Faden durch mein Leben ziehen? Wo ich immer wieder gegen die gleichen Bollwerke ankämpfen musste. So eine Lebenslüge, die mich immer wieder entmutigen wollte und die dann irgendwann zu so einem Lebensmuster geworden ist, das mir anzukleben scheint. Wenn du das entdeckst, dann sage ich dir, hier ist der Teufel dabei, dich auf eine Lüge zu setzen und mit dieser Lüge dein ganzes Leben zu berauben. Hier musst du Gottes Wahrheit entdecken und du musst sie laut über dich aussprechen, so wie mein Freund, der am Ende entdeckte, ich darf die Wahrheit über mein Leben proklamieren, nämlich ich vermag alles durch den, der mich fähig macht, der Herr Jesus Christus. Ich wurde geschaffen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Ja, ich bin ein Kunstwerk meines Gottes. Und ich darf auf den Feind, diesen alten Dieb und Lügner, drauftreten und er muss den Segen wieder zurückgeben.
Deshalb widerstehe dieser Lebenslüge. Und Satan wird nicht länger deine Lebensfreude rauben dürfen, sondern du wirst in der Bestimmung Gottes dich entfalten und zu einem Segen für viele werden. Sei gesegnet. Vielen Dank, dass du uns zugesehen hast. Wenn du mit dieser Art von Predigt was anfangen kannst und uns unterstützen möchtest, dann würden wir uns freuen, wenn du uns bei betterplace.org oder direkt per Überweisung helfen könntest. Vielen Dank.